Hallo meine Freunde und willkommen zu einem neuen Let's Play Metin 2 Tiger Ghost Video. Das Militärpferd ist endlich fertig, habe ich immer im Hintergrund nebenbei schön gemacht. Pferdefutter habe ich noch nebenbei gefarmt, ist erst fürs Champions Level eigentlich relevant, aber man kann es ja nebenbei sowieso mitnehmen. Wir haben jetzt Level 95 im letzten Video erreicht und deswegen müssen wir natürlich auch gewisse Equipment-Anpassungen tätigen. Feuerschuhe plus 5 haben wir blank gekauft. Edda hatte ich selber noch welche da aus den Truhen. Haben wir gleich Bonis hinzugefügt. Das Wichtigste für mich ist, dass 10% Crit reinkommen. Am besten natürlich mit irgendwie TP. 4 Switcher aus dem Itemshop. Erster Dreher, 10 Crit, 10 Pfeil ausweichen. Ich hatte tatsächlich nicht mehr DR für mehr Switcher, deswegen meinte ich so, komm, egal, lass es. 10 Crit, das ist das Wichtigste, was ich erst einmal brauche. Und ja, somit waren zumindest die Feuerschuhe fertig. 6 Mob und 10 Crit, 10 Pfeil ausweichen, reicht erst einmal. Natürlich ist auch ein Ziel, dass wir irgendwann mal später auf die Windmap gehen. Und da habe ich ein HTA gefunden für 17 Won. Mit 1 KTP, 10 TPA, 15 Wind und 6 Feuer. Das reicht völlig aus für die Windmap und auch für gewisse Bosse. Deswegen gleich mitgenommen. Und jetzt sind wir auch bei einem der Bosse, das ist natürlich einer der kleineren Bosse. Das sind nämlich die 90er-Map-Bosse. Da gibt es ja Bosse und Stufe 5 Monster. Ich habe jetzt die Stufe 5 Monster, weil Stufe 5 sind nochmal härter als die Bosse. Habe ich auch sehr schnell gemerkt in Nefrit-Buch, dass zum Beispiel, da kommen wir auch gleich dazu, ein General Lobster oder General Kappa, die haben die Stufe Boss, die gehen aber sehr schnell runter. Stufe 5 Monster, die sind nochmal ordentlicher. Der Drop ist eigentlich tatsächlich, muss ich jetzt fairerweise sagen, echt in Ordnung. Ich habe eigentlich erwartet, dass ich da sehr unzufrieden bin. Aber jetzt kommen die coolen Sachen. Wir kriegen eigentlich, ich glaube, bei so gut wie jedem Boss oder fast jedem Boss eine Segi. Erfahrungsringe kann man droppen, Tapfis kann man bekommen, Tour der Dunkelheit natürlich. Und was jetzt ganz wichtig ist, ganz viel Petfutter. Gerade ich, der sein Melee aktuell am Leveln ist, nimm dieses Petfutter sowas von mit. Das sind ständig 60er und 65er Waffen dabei, plus 6, plus 7 oder plus 5. Hier seht ihr schon, ne? Drachenmesser, magnetische Klinge zum Beispiel, was haben wir noch, Erlösungsfächer, Greifenklaue für einen Lykaner etc. Die geben so viel EXP und wenn man diese Bosse einfach nebenbei farmt, kann man sein Pet leveln, macht ein bisschen Yang nebenbei und ganz ehrlich, Spaß macht's auch. Also diese 90er-Bosse, die fand ich echt cool, hat auch mega Spaß gemacht. Und habe das alles mal ein bisschen angetestet, wie das so abläuft. Auch gerade zwecks Drops. Ich meine, ihr kennt mich. Ich mache mir immer Gedanken darüber, könnte man einen Drop in gewisser Weise verändern. Und gerade bei diesen 90er-Bossen fällt mir spontan zumindest nicht schnell was ein, wo ich jetzt sagen würde, ja, das kann man auf jeden Fall ändern. Denn wir haben immer was für die Pets dabei, dass man die füttern kann. Wir haben XP-Ringe, Tapfis, Doppeldrop. Teilweise sind da, glaube ich, oder was heißt teilweise, auch immer BDVs dabei. Tour der Dunkelheit, wo auch eigentlich ein gewisser oder ein interessanter Drop rauskommen kann. Und man hat immer standardmäßig eine Segi. Auf manchen Servern ist die noch gut was wert. Gerade auf Tiger Ghost kostet, glaube ich, eine Segi. Müsste bei 1 bis 1,5kk, glaube ich, sein. Wenn man da ein paar Runden für die Bosse mitnimmt, dann ist das eigentlich schon relativ gut verdientes Geld, sage ich mal. Na, natürlich, wenn man jetzt, was weiß ich, Level 100 wäre und Rassador macht, vielleicht sieht es da anders aus. Aber eigentlich kann man da echt nichts sagen. Dann habe ich ja, wie ihr auch schon in den Videos davor gesehen habt, natürlich mir einen gewissen Equipmentstand aufgebaut. Ich habe ein komplettes mythisches Alchemie-Set, außer den Amethysten natürlich. Ich habe die Feuerschuhe jetzt gemacht. Ich habe gute Habits gerade mit 45 DSS. Natürlich klappt es dann mit dem Lykaner auch ein bisschen besser bei den Bossen. Aber fairerweise muss ich sagen, die Bosse, die Stufe 5 waren und ordentlich Skills verteilt haben, sei es jetzt ein Triton, ein König Krabs oder ein brutaler roter Häuptling, die waren schon wirklich, ja, die waren schon wirklich nicht ohne. Also da musste ich zwischendurch auch mit Segen des Lebens nachhelfen, weil sonst hätten die am Ende mich einfach zerstört. Denn ihr Damage war so ordentlich, selbst mit einem Tali mit 25 Eisdev. Klar, hier haben wir jetzt Blitz, aber bei König Krabs zum Beispiel, auch wenn ich da 25 Eisdev im Tali hatte, hat man trotzdem gemerkt, okay, die zimmern schon ganz schön Damage rein. Auch zwecks Equipment, ich habe jetzt nicht großartig viel Equipment,
Also großartig viel TP im Equipment, Feuerschuhe haben gar nichts an TP, die Kette hat 1,5k TP, HTH hat 1k, Rüssi hat 1k, das ist jetzt nicht die Welt, ne? Aber mit dem Equipment komme ich ja wirklich wunderbar zurecht. Und was halt natürlich mega viel ausmacht, ist mein Pet, der gute Agumon. Insgesamt haben wir knapp über 80 Truhen gefarmt und haben alle aufgemacht. Beste, was so rauskommen kann, sind Himmelstränenarmbänder von plus 5 bis plus 7, Smaragdoringe, Rubinoringe, Granadoringe, Saphirringe sind eigentlich so gut wie gar nichts wert. Seelenkristallketten sind noch sehr gut. Dann haben wir noch diesen ganzen anderen Schmuck, ne? So Rubinarmband, Granatarmband, Rubinhalskette, bla bla bla. Aber ich würde mal behaupten, das Wertvollste werden Smaragdoringe sein und dann kommt halt der ganze Rest. Ne? Himmelstränenarmbänder plus 7, auch sehr viel wert. Ich glaube, plus 7 müssten die schon bei 40kk oder so sein, weil die plus 6er sind auf jeden Fall zwischen 10 bis 15. Also ich schätze mal, die 7er müssten so bei 30 bis 50 ungefähr sein. Und natürlich, was noch ganz gut ist, 70er-Waffen. 70er-Waffen wie Stichschwerter, Ekstasefächer, Halbmenschenklingen etc. Kann man natürlich alles verkaufen, wenn man möchte. Ich für meinen Teil, ihr seht es ja an meinem Pet, level auch das Pet damit hoch, weil es muss einfach langsam mal Richtung 81 gehen, dass ich auch Skills und so weiter auf dem Pet draufschmeißen kann. Deswegen, bevor ich die Sachen verkaufe, fütter ich alles an meinem Pet und da ist es halt auch sehr gut aufgehoben. Insgesamt zu den Truhen kann man sagen, dass der Inhalt in Ordnung ist. Jetzt nicht unbedingt brachial, soll er aber auch natürlich nicht sein. Es ist eigentlich völlig in Ordnung, würde ich mal behaupten. Ihr seht auch rechts im Inventar ein Glas der Suche, hält eine Stunde. Man kann über dieses Glas aber nichts kaufen, aber man kann durch das Glas den Shop ausfindig machen, wo das Item, was man möchte, sich befindet. Also eigentlich ist das auch völlig in Ordnung. Da könnte man vielleicht anstatt auf eine Stunde auf 12 Stunden oder 24 Stunden gehen. Ja. Sonst insgesamt, ihr seht, 14 Truhen haben wir jetzt noch offen. Ich würde trotzdem behaupten, als Fazit, ist es völlig in Ordnung, was da rauskommt. Und jetzt würde es mich auch mal interessieren, wer von euch ist auf der 90er-Map unterwegs? Schreibt es in die Kommentare, würde mich sehr, sehr interessieren. Lohnt sich für euch, die 90er-Map-Bosse zu farmen, die Metisteine zu farmen? Macht ihr da vielleicht auch Quests? Haut es in die Kommentare, gebt mir Feedback. Sonst, meine Freunde, war es das mit dem Video. Indigo haben wir noch auf G1 gelesen, sehr nice. Wer Tiger Ghost Codes möchte, einfach unten auf dem Discord-Server klicken und beitreten. Wer mit Metin 2 wieder anfangen möchte, einfach den Hero-Link anklicken und damit würdet ihr mich auch supporten. An der Stelle, haut rein, euer Andi.